Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Cousibox Toaster. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Toaster für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zu diesem Küchengerät unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, so ein Toaster ist der morgendlich regelmäßige Begleiter an unseren Tag, deswegen würde ich hier keineswegs am falschen Ende sparen. Bei diesem Toaster gefällt mir die technische Ausstattung wirklich gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein funktionales Küchengerät zu einem fairen Preis erwerben kannst. Auch das Design passt in meinen Augen sowohl in moderne als auch in klassisch gehaltene Küchen. Aber machen wir uns nichts vor, das Design ist ist eine sehr große Geschmackssache. Ja, da gibt's Leute, die legen sehr viel Wert darauf, dass wirklich jeder Teil ihrer Küche farblich aufeinander abgestimmt ist, dann gibt es Leuten, denen ist das eher egal, die wollen eher die praktischen Aspekte vom Toaster. Also musst du dir einfach überlegen, was dir wichtiger ist. Ich finde das Design hier schick, aber wie gesagt, das ist halt eine Geschmacksfrage, ob es dir auch gefällt, ob es in deine Küche passt oder nicht. Vor allem geht es mir aber natürlich um die technische Ausstattung und damit einhergehend auch um die Funktionalität und um die Qualität des Toasters. Und das gefällt mir ja alles wirklich gut für den Preis, was du hier geliefert bekommst. Das ist, wie ich finde, total in Ordnung. Ja, da wird man morgens jeden Tag seine Freude haben, wenn man sich den Toast zubereitet. Im Hinblick auf die gesunde Ernährung möchte ich dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, denn ich würde in der Tat davon abraten, zu viel Weißbrot zu konsumieren. Das ist jetzt bezogen auf die Gesundheit in meinen Augen nicht so der Optimalfall. Aber vielleicht so zwei, dreimal die Woche, vielleicht am Wochenende oder so. Ja, kann man sich sowas auch mal gönnen mit Butter und Marmelade drauf. Machen wir uns nichts vor, schmeckt das schon wahnsinnig gut. Aber man muss natürlich auch auf die Gesundheit achten. Und da würde ich niemandem empfehlen, sich ausschließlich von Toast zu ernähren, aber so hin und wieder, um ein bisschen Abwechslung in den geschmacklichen, kulinarischen Alltag zu bringen, finde ich, kann man so einen Toaster auf jeden Fall gut gebrauchen. Wie bereits gesagt, die technische Ausstattung gefällt mir hier gut, deswegen kann ich auch eine Kaufempfehlung aussprechen. Das Amazon-Angebot zum Toaster werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.